Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Naja, im letzten Part, falls ihr euch auch noch dran erinnert, da ist der Peach aus dem Screen gelaufen. Immer wenn sie das tut, wird sie entführt und das ist schon ein paar Mal passiert. Jetzt hat sie es wieder getan und wir konnten ihr nicht folgen. Naja, mal gucken. Hilfe! Oh, das sieht ja übel aus. Los, geh und rette sie. Was? So einen großen schaffen wir nicht. Ja, das ist auch Mario. Wirklich, wir sind gerettet. Mario, Luigi, helf mir doch. Ganz ehrlich, wer das nicht vorgesehen hat, der muss auch echt blind durchs Leben gehen. Na, wir haben in der letzten Party die Hackebrüder bekommen und ich weiß leider nicht, wie die gehen. A, B und dann A spam. Okay. Weiß ich Bescheid. Hier mache ich die Hops-Brüder, die gehen, die weiß ich schon, B, A und B. Beim letzten Mal mache ich häufig vorbei, aber auch der Schaden, sonst lasse ich stehen lassen, auch der hat angetäuscht, das ist sehr fies. Gucken, ob ich das jetzt hinkriege, also. A, B und... Ah, ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden es gemacht hat, weil die Zahn so schnell weggehen. Aber ich denke schon, dass es viel ist. Alter. Beide gleichzeitig gut doch versetzt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist auch gar nicht so schwer auszuführen. Na, macht jetzt nicht so viel Schaden. Oder es liegt daran, dass ich nicht schnell genug spamme, aber. Es ist schon etwas gering. Das sind kleinere. Darf jetzt jeder von denen angreifen. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter. Aber ich glaube, der hier, der ist der echte. Was? Wie, das war schon? Really? Ach komm, länger hätte schon sein können. So, zweite Phase. Ich weiß, es ist ein recht cooler Kampf, nur ein bisschen kurz. Also ich bin schon enttäuscht. Auch ganz viele 5er natürlich nehme ich die 300. Ich kann es nicht sein lassen, die selbst zu setzen. Pech gehabt, da kriege ich schon immer nur die 3. Mal gucken. Ich lasse mal ein bisschen durchlaufen. Ja. Und Luigi darf auch einmal. Level 24. Oh, der Bart ist sehr niedrig im Verhältnis zu den anderen. Das ist der einzige, der nicht über 60 ist. Da sind 5er dabei. Jetzt brauchst du auch Timing. Nice. Mario, Luigi, danke, ihr habt mich gerettet. Zum 5.000.000. Mal. Schwache Leistung. Sie haben das Monster erledigt. Das Monster hatte den Eingang nach Little Toadtown versperrt. Dankeschön. Willkommen in Little Toadtown. Prinzessin Peach, Mario, Luigi, wir kennen über euren Kommen in Kenntnis gesetzt worden. Wir sind... Nicht wir sind. Ach, egal. Bitte steigt in den Aufzug dort hinein. Was ist Little Toadtown für ein Ort? Ich bin schon ganz gespannt. Ihr nicht? Mario, Luigi, los, steigt schon auf, ihr Trottel. Obwohl ihr mich gerettet habt, bezeichne ich euch als Trottel. Talk live.
Prinzessin Peach, oder? Toad 12 hatte diesen Besuch angekündigt. Was für eine Ehre, dass die Prinzessin hierher kommt. Und das ist der Superstar Mario. Luigi, ist es wahr? Was für eine Ehre. Danke für diesen Empfang. Dann zeigen wir euch jetzt die Stadt. Mario, Luigi, habt erstmal vielen Dank für eure Mühen. Mir geht es soweit gut. Und nun steht euch und amüsiert. Nun seht ihr euch um und amüsiert euch ordentlich. Wir treffen uns später wieder. Oh nein, sie ist aus dem Bildschirm. Ah nein! Aber keine Angst, sie wird diesmal nicht entführt. Denn sie hat ja Toad. Aber verbockt es nicht. Hier kann ich mir Items kaufen. Das ist wieder so ein Itemladen. Oh, die haben diesmal Ultra-Pilze. Die gab es so noch nicht. Aber es gibt da ein Item-Shop, in dem man sich Rüstung kaufen kann. Und da will ich hin. Aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ist er hier? Ja. Da ist er doch. So. Verkauf uns. Was heißt Verkauf uns? Doch. Was? Egal. Nach jedem Kampf erhältst du Pilze, Hose aus Cooper-Panzer und stärker Glück an der abhängig von Pilzmenge. Naja, ist wohl ganz gut, dass ich dann Pilze kriege, aber dafür schwächt es meine Verteidigung. Pilze kriegt man genug, also kauf's dir. Einmal für Mario. Ich guck noch nach. Ja, und einmal für Luigi. Dann sind beide ausgerüstet. Jetzt kommen wir zur Ware. Shen erhöht sich mit der Zahl der Pilze. Ein Artikel für Brüderliebhaber. Auto-BP-Erhaltung. Und Verstärkung von Konterattacken. Das, was wirklich cool ist, ist das hier. Auto-BP-Erhaltung. Das kostet nur sehr wenig. Ich benutze es nicht. Aber hol mir zwei von denen. Denn die sind echt cool. Die sind gut, wenn man mal so kleine Gegner killt. Jetzt verkaufen. Aber plus aufpassen, dass ich jetzt hier nicht meine Orden, die ich mir gerade gekauft habe, wieder verkaufe. Plus nicht. Stattdessen können wir das hier verkaufen. Die Karo-Hose. Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben Stärkeres. Ich könnte mir jetzt auch ein paar Pilze kaufen, aber ich habe lieber ein bisschen Backup-Money. Weil, lass mich nochmal die Orden gucken. Die Brüderorden. Alles jetzt hier so speziell. Ach, wir haben ja im letzten Part auch die Tränke erhalten. Doppelte Münzzahl von... Was heißt im letzten, vorletzten Part? Doppelte Münzzahl von Monstern und XP-Bonus bei Sieg ohne Eigenschaften. Was soll es ohne Eigenschaften? Ich hab's ja schon mal ein bisschen durchgezockt. Da war es ein bisschen schon so mehr als die Hälfte, also weiter als jetzt, aber nie wirklich komplett und ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Da Luigi noch mehr Erfahrungspunkte braucht als Mario, gebe ich ihn jetzt einfach mal. Also gebe ich Mario hier Doppelbörse. Obwohl, nee, ich weiß schon, was kommt. Egal, mach es einfach so und Luigi dann den Bonusring. Es gibt da noch mehr, aber mir fehlen halt leider die Bohnen. Kann man über Items nachgucken, wie viele Bohnen man hat? Ah, schade, dass das nicht geht. Egal, hier kann man abspeichern. Dann machen wir das ganz schnell. Und dann haben wir auch unseren Shopping-Trip fertig und... Ich will euch nicht spoilern. Ich will euch nicht spoilern. Das wollte ich doch gar nicht. Und zwar hier, bei dieser Spielhalle. Hereinspaziert, ein Spielchen gefällig. Wer ein Spiel wagt, ein Spielchen und
Wenn ihr eine gute Punktzahl schafft, gibt es den Unschlagbar-Pilz umsonst. Das ist aber ein Spielchen. Und wie? Genau das wollte ich auch sagen. Na, oder so ähnlich. Egal. Willkommen bei Sternschnapper. Schafft ihr 200 Punkte und ihr bekommt eine tolle Prämie. Drückt Start, um die Regeln anzeigen zu lassen. Und jetzt gebt Gas. Ja, immer A und B. Sterne geben 5 Punkte. Blumen trauen alles andere 1 Punkt. Hä, Moment. Nintendo. Nice. Okay. Man muss sich erstmal mit den Steuerungen ein bisschen vertraut machen, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Am besten spielt man das mit zwei Händen, aber es ist ein bisschen... Mag für den ersten Moment ein bisschen weird sein. Da muss man erstmal reinkommen. Ja, jetzt habe ich alles rein verpasst, egal. Es ist auch nicht so schwer, einen Highscore zu erhalten, wenn man sich gut anstellt. Wir haben es ja schon fast. Naja, ist ein bisschen einfach. Ich meine, ich mache ja, man kann ja jetzt hier beides hoch und runter, aber ich mache ja gerade nur eine Sache und komme ja locker durch. Und habe mich auch noch nicht mal so sonderlich gut angestellt. Also ist ja echt easy. Komm, schaffe ich doch die 300, das wäre nice. Und das wäre nice. Naja. Aber es geht um einen Highscore. Glückwunsch, das ist ein neuer Highscore. Und wisst ihr, wer das da ist? Ich weiß es. Ich sag's aber nicht. Wer sich meine Parts angeguckt hat, zu anderen Let's Plays, der weiß, wer es ist. Gut gepunktet, hier, euer Preis. Du hältst den Unschlagbar-Pilz. Und direkt gefuttert. Na, schmeckt gut, oder? Oh no. Was zum Teufel? Der Kopf ist innerlich explodiert. Mario! Wie geht's ihm? Kommt mir recht grün vor. Recht grün vor. Man beachtet das Gesicht. Der Patient leidet an Grünfieber. Ganz sicher, schätze ich. Viele Touristen erkranken daran, weil sie an die landestypische Küche nicht gewohnt sind. Und gibt's eine Heilung? Ja, mit der richtigen Medizin, aber ohne die gibt es keine Heilung. In 3 Tagen wird Mario zu einer Riesenbohne, quasi zu einem Bohnen-Mario. Naja, nicht wirklich in 3 Tagen, Videospiellogik, wir wissen es alle. Was sollen wir tun? Es gibt ganz ungefährlich, man beachte das nicht ganz ungefährlich. Westlich von dieser Stadt befindet sich eine legendäre Ruine. Man kennt ihn unter dem Namen Kröl-Ruine. Im Keller der Kröl-Ruine wächst angeblich ein Kraut. Die Heilwurz. Dieses Kraut ist ein Gegengift, das das Grünfieber heilen kann. Luigi, du willst zur Kröl-Ruine reisen? Ich habe irgendwo gelesen. In der Kröl-Ruine wohnt ein schreckliches Monster wie dieses hier. Man sagt, wenn dieses Monster einen Tod angreift, zerschmettert es seine Knochen, zerfetzt seinen Körper und saugt ihm das ganze Blut aus dem Leib. So will es das Gerücht. Ah, wie schrecklich. Aber Luigi, dir wird doch sicher nichts passieren, oder? Oder Luigi? Das tust du doch gern für Mario. Oder etwa nicht? Super, wenn ich übersteuert bin. Diese Brüderliebe im schwachen Fleisch steckt eben doch ein williger Geist. Luigi, unsere ganze Hoffnung liegt auf dir. Finde das Kraut und komm gesund wieder hier zurück. Und du wachst hier schön auf Peach auf.
für die Zeit, in der ich nicht im Screen bin, hab da verstanden. Und Mario geht dir geht's gar nicht gut. Wir können ja nicht mal springen. Dann geht's irgendwo raus. Ja, dann geht's raus. Man kann doch nicht mal speichern. Und er ist langsam. Aber ich weiß ja schon, was zu tun ist. Man kann ja nicht mal hoch. Wie lame ist das denn? Das Spiel meint es wohl ernst. Ach komm, Luigi. Beweg dein Hintern. So schlimm ist es nun auch nicht. Tja, wenn man hier ist, dann Pech gehabt. Man kann nicht mehr weg. Aha, du bist an einem meinen hypnotischen Fähigkeiten interessiert. Aber du scheinst mir ein wenig aufgeregt zu sein. Atme erstmal ganz tief ein und aus. Na, wie ist es? Fühlst du dich schon etwas besser? Übrigens, du siehst dem berühmten Mario ziemlich ähnlich. Ist Mario vielleicht ein großes Idol? Denn ich werde dich wohl in Mario verwandeln. Schließe deine Augen. Du fühlst dich wie Mario. Deine Sprünge sind so hoch. Dein Mut ist so groß. Denn Mario, der Superheld, das bist du, ja. Du bist es. Ziemlich witzig, dass er eben sagt, deine Sprünge sind genauso hoch, obwohl man sie erkennt. Luigi springt höher als Mario. Egal. Siehst du, du fühlst dich schon wie Mario. Du bist Mario. Mario, das bist du. Irgendwie Mario. Fast schon Mario. Hauptsache Mario. Übrigens, der Text ist automatisch gescrollt. Da habe ich nichts gedrückt. Du kannst ja auch jetzt öffnen. Hier. Ja, bitte. Und? Ist deine Mütze rot? Sind deine Kleider rot? Du bist Mario. Auch schöne Mario 64 Samples. Und ich kann springen! Ist das nicht krass? Aber hoch komme ich immer noch nicht. Pech gehabt. So, jetzt sind wir... Irgendwie Mario, fast schon Mario, Hauptsache Mario. Speicher ab. Sehr gut. Dann geh schön runter. Ins Goldtal gehen. Ja. Und wir können jetzt diesen Aufzug verwenden, OMG, der ging vorher nicht. Habe ich nicht ausprobiert, aber da müssen wir vertrauen, der ging vorher nicht. Wir können hier den Weg freimachen, hier ist so ein kleines Labyrinth. Ich gehe erstmal den potenziellen Fail-Fail-Weg, um abzuchecken, dass da wirklich nichts ist. Da ist nichts. Und hier. Hier ist was. Das heißt, ich will da gehen, wo nichts ist. Da ist zwar eh nicht ein Secret, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Sie ist gestorben. Okay, und hier ist nichts. Dann geht's nach da weiter. Hier ein paar unnötige Treppen. Was haben wir da? Okay, das sind ja mal interessante Sachen. Oh, diesen Soundtrack kennen wir. Zumindest die, die sich auch die älteren Parts angeguckt haben. Und ich mag den so sehr. Oh. Ein Felsen, der stabil genug ist, um den aktuellen Hammer zu trotzen. Dann gibt es noch einen Weg. Und ich kann schon wieder abspeichern. Wo sind wir hier? Im
Wir sind hier nahe der Krüllruine. Abgestempelt. Qualitätssiegel. Damit das Speichern auch wieder Qualität hat, gibt es nach jedem Speichern ein Qualitätssiegel. Okay, hier sind zwei Felsen auf einmal. KKA, aber egal. Okay, ich muss jetzt hier alle anmachen. Oh, die Roten. Sicherlich nicht die Roten. Okay, nicht die Roten. Die ersten paar. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Okay, geschafft. Da habe ich mal nicht geredet, weil das wirklich Konzentration braucht und ein Portal bildet sich wie ein Portal und Bam. Und auf mit dir und rein mit dir. Das hier können wir doch anmachen. Aber auch schon richtig. Öffne dein Maul. Ihr wisst ja schon, was kommt. Jetzt sind wir nicht mehr nahe der Krüllruine, sondern direkt in der Krüllruine und zwar am Krülltor. Und die Krüllruine erkunden wir im nächsten Part. Schaltet ein, ich sag ciao, Leute!